Glück auf, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Rechtsecke hier aus der Rechtsanwaltskanzlei Eggert Hänig, Sitz und Techner. Ich bin heute verabredet mit Rechtsanwalt Udo Eggert, er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Herr Anwalt, es geht als erstes um die Frage der Kaskoversicherung. Bin ich verpflichtet, in bestimmten Fällen die Kaskoversicherung zu nutzen? Gibt es eine Verpflichtung dazu? Nein, in dem sehr aktuellen Fall, den der Bundesgerichtshof entschieden hat, ging es also wie oft schon darum, dass die Haftpflichtversicherer vom Unfallgegner, die meinen Unfallschaden bezahlen sollen, mich auf meine tatsächlich bestehende Schadenminderungspflicht nach dem § 254 BGB verweisen wollen und sagen, du als Geschädigter musst deine Kasko in Anspruch nehmen, damit du nicht so lange auf die Reparatur warten musst und dann von mir so viel Nutzungsausfallentschädigung verlangen kannst. Und da sagt der BGH, diese Schadenminderungspflicht gibt es nicht. Ich muss meine Kaskoversicherung nicht in Anspruch nehmen, sondern der Haftpflichtversicherer ist verpflichtet, zügig zu regulieren. Und wenn er zu lange braucht, um den Fall zu prüfen, dann muss er eben auch viel Nutzungsausfallentschädigung zahlen. Herr Rechtsanwalt, gibt es aber wie immer Ausnahmen? Ja, natürlich gibt es auch hier wieder eine Ausnahme. Das wäre ja viel zu langweilig, wenn es anders wäre. Der BGH hat das auch entschieden, hat also gesagt, anders ist es, wenn der Schadenfall so liegt, dass ich sowieso eine sehr erhebliche Mitschuld habe, also sehr wahrscheinlich eine ganz erhebliche Mitschuld habe und deshalb einen großen Teil meines Schadens sowieso über die Kaskoversicherung laufen lassen will und muss oder sollte. Und ich nehme meine Kasko sowieso in Anspruch und dann kann ich natürlich das nicht verzögern und dann die Nutzungsausfallentschädigung von der gegnerischen Haftpflichtversicherung so entsprechend hoch hinaus treiben lassen. Mhm. Rechtsberatung macht ja manchmal auch wirklich Spaß. Zum Beispiel bei folgendem Beispiel. Es geht um die Halterhaftung bei Beschädigung des eigenen PKWs. Als ich das gelesen habe, musste ich wirklich schmunzeln, aber da gibt es tatsächlich eine Geschichte dahinter, Rechtsanwalt. Ja. Auch hierzu gibt es eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Man kann gar nicht so dumm denken, wie die Wechselfälle des Lebens so spielen. Es hat also tatsächlich in dem entschiedenen Fall jemand aus dem Bekanntenkreis das Fahrzeug des Bekannten auf dem Parkplatz vor dem Haus umsetzen wollen, aus welchen Gründen weiß ich jetzt nicht, und hat dabei seinen eigenen PKW, der daneben abgeparkt war, beschädigt, weil er mit dem Auto nicht so richtig klarkam, war wohl Automatikschaltung und so, hatte jedenfalls Schwierigkeiten und hat dabei sein eigenes Auto, was daneben abgeparkt war, beschädigt. Und hat dann natürlich gesagt, ja, das Auto ist ja haftpflichtversichert, was ich jetzt gefahren habe, und die Haftpflichtversicherung, die tritt ja auch für den Halter ein, nicht nur für den Fahrer. Nach § 7 Straßenverkehrsgesetz ist das tatsächlich so. Und deshalb muss jetzt die Versicherung, die Haftpflichtversicherung des Autos, was ich hier weggerückt habe, für meinen Schaden an meinem PKW, den ich selber verursacht habe, eigentlich aufkommen. Das wäre eine schöne Idee. Ja, das ist gar nicht so dumm und gar nicht so abwegig, aber da sagt der Bundesgerichtshof, so wird es nichts. Also wenn ich selbst den Schaden verursache, dann kann ich nicht auch noch die Versicherung von dem anderen Auto in Anspruch nehmen. Er hat das also abgelehnt. Bleiben wir bei Schäden. Doch nicht so lustig, Entschuldigung. Bleiben wir bei Schäden am Fahrzeug. Es geht nochmal um das Thema der fiktiven Abrechnung nach Gutachten. Ein Beispiel: Laut Gutachten kostet die Reparatur 5.000 Euro. Ich gebe aber laut Rechnung nur 3.000 Euro an. Kann ich mir die 2.000 Euro dann trotzdem auch von der Versicherung wiederholen? Weil im Gutachten steht ja eigentlich 5.000. Ja, das wäre auch sehr schön für den Geschädigten, ist aber nicht ganz so unproblematisch. Das Oberlandesgericht München hat in dieser aktuellen Entscheidung vom Dezember vergangenen Jahres nochmal auch den Bundesgerichtshof letztlich zitiert und hat nochmal betont, es gibt entweder oder. Also entweder ich nehme das Gutachten und rechne nach Gutachten ab, dann zahlt die Versicherung das auch anstandslos, hat den Nachteil, dass ich keine Umsatzsteuer mit geltend machen kann, bekomme also nur den Nettobetrag aus dem Gutachten, weil ich die Umsatzsteuer ja tatsächlich nachweisen müsste, dass die auch wirklich angefallen ist. Auch das steht so im Gesetz, ist also kein böser Wille von der Versicherung. Ich habe aber die andere Möglichkeit zu sagen, okay, ich lasse mein Auto ordnungsgemäß reparieren und kann dann im Rahmen dieses Gutachtenbetrages, der da steht, meine entsprechende Reparatur beauftragen und die Rechnung der Versicherung vorlegen und dann zahlt die Versicherung den Rechnungsbetrag. Wenn der niedriger ist, ist es gut für die Versicherung. Wenn die Werkstatt günstiger gearbeitet hat, als der Sachverständige das ursprünglich kalkuliert hat, wenn die Rechnung höher ist, habe ich ein bisschen ein Problem. Dann kommt es darauf an, wie viel das höher ist. Muss ich unter Umständen nachweisen, warum die ein bisschen höher ist. Das geht noch. Aber ich kann nicht beides haben. Ich kann also nicht die Rechnung über 3.000 Euro vorlegen und dann sagen, der Gutachter hat aber 2.000 geschätzt, also kriege ich noch 2.000 von dir, liebe Versicherung. Da sagt der BGH und auch jetzt das OLG München nochmal aktuell, das geht nicht. Also entweder oder. Zu unserem nächsten Thema, und da gibt es eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln vom 4.12.2020.
Da geht es nochmal um das Handy, also um das Mobiltelefon. Telefonieren darf ich nicht, das ist richtig. In der Verkehrsordnung steht drin, dass das Handy nicht gehalten darf. Aber da gab es auch einen schlauen Mitbewohner. Genau, auch wieder mal so ein etwas lustiger Fall. Da hat jemand versucht, der Bußgeldstelle weiß zu machen, dass er das Handy zwischen Ohr und Schulter eingeklemmt hat, aber das ja nicht halten bedeuten kann. Und in der Straßenverkehrsordnung, in § 23, steht das tatsächlich so drin, aufnehmen und halten. Und da hat also jetzt das OLG Köln auch nochmal mit dem entsprechenden Revisionsbeschluss, mit dem Rechtsbeschwerdebeschluss festgestellt, dass auch dieses Wort halten nicht so wortwörtlich zu verstehen ist im Sinne des Gesetzgebers bzw. Verordnungsgebers, dass also auch ein Einklemmen zwischen Ohr und Schulter den Tatbestand des Haltens erfüllt. Am besten also Freisprecheinrichtung. Ja, das ist so Vorschrift, das muss so sein. Das ist richtig. Zu unserem letzten Thema, und da geht es um das Daimler Thermofenster. Haben Sie noch nicht gehört, aber Abgasskandal haben Sie gehört. So muss man das nämlich auch richtig formulieren. Es geht um den Abgasskandal jetzt bei Daimler. Dort gab es eine erste Entscheidung, richtig? Ja, eine ziemlich aktuelle. Im Januar diesen Jahres hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass man nicht einfach, ich sage es jetzt mal etwas platt formuliert, nicht einfach den VW-Skandal auf den Daimler-Benz-Skandal kopieren kann, sondern es muss den jeweiligen Herstellern nachgewiesen werden, dass tatsächlich dort eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigungsabsicht hinter dem entsprechenden technischen Fragen da stand. Und dies hat er ja nun jetzt auch noch mal ganz aktuell bei Audi wiederholt. Also selbst Audi, die ja zum VW-Konzern gehören, sind nicht dasselbe wie VW. Und der BGH hat also in beiden Fällen quasi analog entschieden, es muss dem konkreten Unternehmen ein konkreter Vorsatz, Schädigungsnachweis erbracht werden, damit er zu den entsprechenden Konditionen dann zum Schadenersatz für den Kunden verpflichtet werden kann. So einfach mal so, bei VW war das so, also ist es auch bei Audi und Daimler so, so funktioniert es nicht. Was würden Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen, wenn Sie in diesen Abgasskandal vielleicht reingerutscht sind? Ja, also erstmal schon gar nicht selber darum wurscheln, das wird sowieso nichts. Zweitens brauchen Sie spätestens beim Landgericht dann einen entsprechenden Anwalt. Dann müssen Sie einen Anwalt nehmen, also können Sie ihn auch gleich einschalten und unbedingt fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das wird sonst nichts. Also das ist, also man sieht das ja hier an diesen Fällen, die nun schon in mehrfacher Hinsicht bis zum Bundesgerichtshof geführt worden sind, dass es nicht ganz so einfach ist und dass da die Untergerichte auch sehr unterschiedlich entscheiden. Danke, Herr Rechtsanwalt. Wenn Sie Unterstützung brauchen, meine Damen und Herren, zum Thema Verkehrsrecht, dann sind Sie hier bei Udo Eckert in der Rechtsanwaltskanzlei Eckert Hennig, Sitz und Techner, mit Sicherheit gut aufgehoben. Haben Sie weitere allgemeine Fragen zum Thema Recht, dann können Sie die uns gerne zukommen lassen, gerne postalisch an die Adresse am Goldbachtal 4 in Brand-Erbisdorf oder gerne auch elektronisch unter info@kanal9-erzgebirge.de.